Was haben Sie zu dieser Zeit in Jamaika gemacht, Miss McLaughlin? Mein Vater war Offizier. Waren er und Cameron Freunde? Alles andere. Mein Vater war ein Mensch mit Scheuklappen. Er schwor auf die Armeevorschriften wie andere, bessere Menschen, auf die Bibel. Aber diesen Typ gibt es vermutlich gar nicht mehr. Wenn das mal stimmt. Oh, ich hoffe es doch sehr. Und dort sind Sie auf Cameron gestoßen. Wir sind uns nur einmal begegnet. Erinnern Sie sich noch, bei welcher Gelegenheit? Es war an dem Tag, an dem Sie ihn zur Verbüßung seiner Strafe zurück nach England geschickt haben. Ah ja? Ja, ich war am Hafen unten und sah den kleinen schwarzen Jungen zu, die nach Pennys tauchten. Plötzlich hörte ich etwas. Stimmen, ein rhythmisches Geräusch und lief ein Stückchen am Quai entlang. Und das war's dann. Links, rechts, Brust heraus, das Bein gestreckt.